Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme aus Freital. Viele von euch werden das wissen. Und Freital 2014, 2015, 2016, das war eine harte Zeit für uns. Und ich stand mehr als einmal auch vor der Frage, gehen oder bleiben, weitermachen oder aufgeben. Und ich muss euch sagen, vor allen Dingen auch die Solidarität vieler von euch hier aus dem Landesverband haben mir damals den Rücken gestärkt, so wie wir dir heute, Annalena, den Rücken stärken wollen. Und dafür wollte ich mich nochmal herzlich bedanken. Und genauso sollten wir das weiterhin tun, denn auch in Freital hat der schmutzige Wahlkampf schon lange angefangen und wir sind ja alle gefordert, uns gegenseitig den Rücken zu stärken, unsere Solidarität zu bekunden, ob das in einem Vier-Augen-Gespräch ist oder ob man einfach mal fragt, na, wie geht es dir, hältst du das aus und auch mal Zeit dafür hat, den anderen anzuhören oder ob man wie heute diesen Dringlichkeitsantrag stellt. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr alle unseren Dringlichkeitsantrag auch mit unterstützt. Vielen, vielen Dank.